Leute, weiter geht's heute mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Und bevor ich jetzt weitermache, geht's tatsächlich erstmal heute darum, ein bisschen was aufzubauen. Warte mal, ich muss ja gerade gucken, ob ich das. Ob es was wie ein Edwards-Upgrade gibt. Ja, warte mal, Motoren. Nee, das war nicht der Fall. Herstellung, Inventar, Datenbank. Fotosensor. Gibt's hier sowas wie keine Fähigkeiten? Nee, egal. Gab es hier keine Fähigkeiten im Baum? Verkältung, nee, das nicht. Herausforderung, Kommentar, Herstellung, Edward Upgrades. Können wir hier mal ein bisschen durchgucken? Warte mal. So bestimmt. Das verändert sich, aber das ist zu teuer alles, ne? 8000 haben wir gerade mal. Weniger Geschwindigkeit, mehr Kombo, mehr Schaden. Ich bräuchte irgendwie mehr Schaden. Aber das haben wir jetzt gerade nicht. Alles klar. Gut, ich dachte, es wäre jetzt irgendwie eine Möglichkeit, sowas wie ein Dings, ein Fähigkeitsbaum. Naja, egal. Ich wollte sowieso was anderes machen. Und zwar wollte ich mal reinschauen bezüglich der Handelsrouten. Man hat mir so einen kleinen Tipp gegeben von wegen, ja, bau doch mal ein bisschen Abwracken. Nee, die Ball. Ach, okay. Nehmen wir mit. Schiff aus der Frock, Flotte abhacken. Was hat der denn noch hier? Ach ja, das Bright, Santa Luis. Warte mal, was hatten die für Werte jetzt hier? Kann ich nicht. Doch, ich habe doch genug Edelsteine. Warum soll ich nicht einfach nur den Dock hinzufügen? Dann brauche ich mir die Gedanken zu machen. Herkules. Die haben wir geholt, ne? Zu meiner Flotte hinzufügen. So, ich wollte mal schauen. Seeschlacht, Route sichern. Seeschlacht, Seeschlacht. Wir haben nur zwei Stück gerade. Was machen wir denn da jetzt? Machen wir mal eine Seeschlacht, oder? Reparieren. Das Kanonenboot 95. Warte mal. Rianus Pride. Über die Herkules, da können wir theoretisch was machen. Schlacht beginnen. Das ist nur ein Kanonenboot, das heißt, die geht auf die. Die ist schon mal versenkt und wir haben gewonnen und haben ein bisschen mehr. Haben die Route sicher gemacht. So. Dann haben wir das auch. Da können wir eine Seeschlacht machen. Die Route ist sicher. Dann holen wir uns hier eine Seeschlacht. So, gucken wir mal. Ja, San Juan Bautista. Ebenfalls. Gut. Ein Feuerwerk voran. Und dann haben wir sie versenkt. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal erstmal. So, neuer Status, wieder die Route ist sicher. Wir haben jetzt genug Route Mission anzeigen. Was haben wir denn hier? Erste Geschäfte. Ich guck gerade, ob wir. Das ist okay, das ist jetzt ja nicht was für uns. Das ist, so, mal gucken wir mal hier. Ist das fein? Ja, ne? Philadelphia, Route. Wein, okay. Diplomatie und eine gute Tat. Was brauchen wir? Okay, schattelfrei Philadelphia, schattelfrei. Ich überlege gerade, ob ich was machen soll. Ursprüngliche Reisezeit 9 Minuten. Okay. Wir haben jetzt nur diese zwei Missionen hier. Zwei Missionen hier verfügbar. Wollen wir heute mal ein bisschen handeln? Gucken wir uns das einfach mal an. Rio de Janeiro. Warte mal. Haben wir hier Herkules? Reparieren wir mal. Bestätigen. Und dann nehmen wir die Herkules. Gut. Die ist. Ach, das brauchen wir gar nicht selber zu machen, sondern das lassen wir machen. Okay, dann machen wir das doch. Schicken wir die Santa Luis dahin. Gut. Dann kümmern wir uns um die andere Route hier. Warte mal, da ist noch eine Dreier-Mission. Erste Geschäfte.
Das ist ein Kriegsschiff, das ist ein Schoner. Erfolgsaussichten, dann schicken wir mal einen Schoner raus. Die Adriana's Pride geht jetzt mal dahin. So, wir haben nur die Eva Maria und die San Juan Bautista. Dann nehmen wir die mit raus. Die Santa Eva Maria. Und dann gehen wir hier mit der Juan Bautista raus. Und dann haben wir die auch zumindest mal. Schiffe kapern, um an Missionen teilzunehmen. Alles klar. Dann haben wir das auch soweit. Wunderbar. Dann haben wir die Flotte gerade mal so ein bisschen fertig. Und machen wir uns wieder rauf aufs Deck. Und dann gucken wir mal, was wir heute so alles andere noch anstellen. Hier wäre noch eine Mission, eine kleine, wenn ich das mal eben kurz angehen darf. Da machen wir das nämlich heute. Das Ding hier. Mein Freund, wollt ihr untertauchen? Blind oder blinde Justitia, so rum heißt die Mission. Was haben wir denn hier? Seid gegrüßt, Freibeuter. Ich bitte um die seltene Gelegenheit im Namen der Recht. Gut, probieren wir es doch mal. Würde ich sagen, einfach. Gehen wir es einfach heute mal an. Und wir brauchen eh noch Schiffe. Also gucken wir mal, ob wir sein Schiff kriegen. So, ich muss mal kurz in mein Ruder gehen. Im Zweifel ist das immer hinten. So, Captain steuert. gucken wir mal gerade, wo wir hin müssen überhaupt. Halt. Ich würde gerne mal die Karte. Dankeschön. Das ist hier unten irgendwo. Da haben wir nichts in der Nähe außer ein legendäres Schiff. Okay. Leg die Hauptsegel in den Wind. Na dann, machen wir es mal. So, dann drehen wir mal ab hier und gucken wir mal, ob wir was finden. Flottenmission erfolgreich. Okay. Ich brauche rein theoretisch. Wir können natürlich jetzt die Kohle abzwacken. Denn hier? Den Ertrunkenen? Oder beziehungsweise den zu ertrinken? So, britisches Kriegsschiff ausfindig machen. Da vorne oder was? Brick? Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Okay, das sind. So, das ist da. Die hat richtig cooles Material, aber das kriegen wir, die können doch nicht. Wir können doch nicht mit drei Schiffen gegen uns. Das ist doch nicht möglich, oder? Nehmt die Rahn aus dem Wind! Großmast! An die Fallleinen! Holt an! Gucken wir mal, ob die ihn kriegen. Da sind sie. Feuer! Sind die bestimmt jetzt. Ah! Alte Sicherheit! Bereit zu feuern! Ich bereue es jetzt Feuer! Gleich, aber versuchen wir es mal. Ist gut genug! Erwarten Befehle, Captain! Feuer! Bleib nah dran, dann kann sie uns nicht rammen! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Wir sind zu nah dran, Captain. Bring uns weg. Feuer! Ein gut platzierter Schuss. Feuer! Was? Feuer! Ihre Schwachstelle ist umgeschützt. Schieß! Feuer! So, da haben wir wieder eine weitere Mission erfolgreich. Feuer! Natürlich, jetzt beschließe ich auch noch mit ein, oder was? Das sind die gar nicht, die hier. Den britischen Geleitschutz versenken. Das ist natürlich total toll. Bleib aus der Reichweite.
Befehle! Feuer! Mit vielem könntest du verhindern, dass sie uns rammen. Ja. Kanone! Feuer! Konzentrier dich aufs Ruder, Captain! Bereit zum Schießen! Feuer! Ja! Gegner feuert! Gegner habt ihr uns! Feuerkraft! Feuer! Noch so ein Treffer und das war's! Ja, das heißt, wir machen. Das sind zu viele. Wir machen's ab. Das war tatsächlich der Fall, dass wir nicht die. Ja. Verlangsame sie mit Ketten geschossen. Das heißt, wir müssen uns wegmachen. Das waren die anderen. Wir haben jetzt natürlich ein Schiff. Ja. Geil. Die haben uns natürlich schön kassiert. Ja. So. Das heißt, wir brauchen nicht die drei, die da sind, sondern die. Die drei da und die zwei da vorne oder was? Holz, Metall. Die will ich haben, eigentlich mehr oder weniger. Alle Segel, sie verträgt das! Nee, das sind die nicht, das sind die hier. Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Für 29, ich hab sie nicht mehr alle oder was? Wie soll ich das denn machen? Ich habe keine Mörserkugel mehr, oder was? Ein Sturm sieht über uns! Lass die Hunde raus! Sind bereit, Sir! Feuer! Halt ihr nicht stand, Sir! Die krieg ich doch niemals alle! Das sind vier Schiffe! Plus doch, was da kommt! Alter, das ist doch irre! Feuer! Jetzt wahrscheinlich kannst du kriegen. Nein! Feuer! Verdammt, bist du verrückt, Captain! Feuer! Feuer! Ja! Wir werden an den Felsen zerstören! Ja, das ist natürlich total toll, das hast du mir. Das kannst du knicken. Das kannst du knicken, Sie die werden es nicht schaffen, nicht so. Ja, ja, das ist klar. Feindliches Feuer! Hier voll in der Ding. Ja, das kannst du kriegen. Arbeiten dran, Sir. Bereit zu schießen, Sir. Also ich muss mal hier raus. Bereit zu feiern, Sir. Feuer! Sie präsentieren sich uns. Lasst sie dafür bezahlen. Feuer! Ja, das war mir als klar, dass ich in der Ecke, wenn ich in der Ecke bin und die machen mir zu, dann habe ich keine Chance. Wir werden eine andere Mission angehen. Das ist mehr oder weniger ist das absoluter Schwachsinn, da jetzt ranzugehen. Ich würde gerne mal nach Kingston, ne? Diese Mission hier angehen. Die hier nämlich. Die Hauptmission, ja. Das heißt, wir drehen jetzt hier ab. Und machen uns auf. Es ist, wie gesagt, reiner Selbstmord, da irgendwas zu probieren. Es wird nicht passen, von der Dings her. Die hier vorne die Mission? Oder ist die blöde Frage, ist die auf der anderen Seite? Ich vermute, dass die auf der anderen Seite von dem. Was ist das hier? Brick. Die könnte man theoretisch kapern. Das Blau hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Feuer!
Och, das, okay, nee, alles gut, das ist nicht, nee, alles gut. Auf dein Zeichen, Captain! Sorry, das war keine Absicht, das wusste ich nicht, dass das unsere Freunde sind. Gut, dann lassen wir es. Die Briten lassen wir in Ruhe, also den lassen wir auf jeden Fall in Ruhe, weil das ist ein, So, warte mal. Schone 11. Und eine Fregatte. Rumzucker, Mörsergeschosse, die hätten ein bisschen mehr. Ja, wir müssen dringend unser Schiff abbauen. Also lassen wir es gerade jetzt erstmal so ein bisschen in Ruhe. Wir reisen jetzt kurz mal rüber. Und gehen halt dieser Hauptmission hier an. Ich bringt jetzt nichts, sich da irgendwo mit reinzudrücken. Muss, wo jetzt einer selbst mal ist. Ich krieg das Schiff, also, es sei denn, wenn wir mal voll irgendwann haben. Oh, ein Wal. Schön. Schön. So, ist hier ein Hafen oder so? Genau. Yep, wir reisen nach Kingston. So. Heute in der nächsten Folge würde ich sagen, wenn wir können, gehe ich die Mission an. Genau, die wäre hier vorne. Das heißt, wir müssen erstmal wieder erobern. Da sind ein paar Orte dabei. Ja, so viel ist es eigentlich nicht. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, es sind ein paar Assassinenaufträge etc. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem in der nächsten Folge erst weiter. Und dann gucken wir mal hier uns ein bisschen um. Bis dahin. Tschüss.